interessant. Wir haben auf der Erde Wasserspeier. Hier oben gibt es Sandspeier. Hallo. So. Koffer nehmen. Ne, verstanden habe ich gemacht, ne? Nein, will ich nicht. Ich werde nehmen. Ah, wieso verklicke ich mich jedes Mal? Nehmen. So. Beleben. Erweckt ein Gefangener von den Toten. Ist auch gut. Dolch auf jeden Fall. Ah, verdammt. Okay, Moment. Ich muss doch verstauen. Na gut, sehen, was haben wir denn hier? Verstauen. Und diese Seite brauchen wir nicht. Den Augenstein brauchen wir auch nicht, weil wir einen haben. Alle heilen. Halt, Stolz bei den Freunden brauchen wir auch nicht. Ultimativer Trank. Lassen wir mal mit drinne. Stab können wir wegtun. Axt können wir wegtun. Kettenpanzer. Pfandbrief. Mana-Ei. Ja, gut. Jetzt können wir nehmen. Nehmen! Nimm's dir! Gut. So, nehmen wir jetzt einfach mal mit. Okay, das war's. Zur Sicherheit nehme ich mal noch das Messer mit. Falls ich nachher. Falls ich nachher noch mit Rap trainieren muss, oder will, oder kann, oder sollte. Und ja, nun erstmal gucken. Okay, das ist Dolch. Würde zwar Fehler die eine Attacke erlernen lassen, aber ich muss trotzdem Todesschwert erlernen. Gut, Justin hat noch die anderen Rollen. Das hier ist Schwert. Ja. Hat er ja kaum gehabt. Und das hier ist Bogen. Hat er auch kaum gehabt. So, jetzt heilen wir uns noch und speichern natürlich. Ich glaube, ich werde noch so lange spielen, bis ich wirklich heute noch Lieder habe. Setzt mir das keine Ruhe. Schreiben wir das mal. Nee, nee. Haben wir den nicht schon mal besiegt? Kommt mir so unheimlich bekannt vor. Dum, 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 dum. Hydra! Gut, Todesschwert. Plötzlicher Tod eines Feindes mit dem Schwert. Hm. Klingt verzaubernd. Fenner, ich habe gesagt, ich mach's beim nächsten Endgegner. Seht, Erdbeben, ja. Weltende. Kill you with one blow. Naja, Tod stelle ich mir anders vor, aber naja. Und auch Himmel und Erdschlag werdet ihr jetzt erleben. Oh, Spirit of Red, use the furious flame to crush evil into dust. Ah, es macht ordentlich Schaden. Nein, Heiliger, er heilt sich, der Mistkerl. Prepare yourself! This is it! Wah! Boah, der Schaden, ey. Die rasten übelst aus. Und weil es so schön war, ne? Wir haben ja genug. Oder doch nicht. Verdammt, ein Punkt. Okay, na gut, dann. Baboom von Fena. Von Rap gibt es eine. Ja, denk mir auch mal ans Trainieren. Es gibt eine
Heiler. Wir haben ja nichts Besseres. Take this. Come on back for more. Und von Justin, genau, sehen wir noch einen Himmel- und Erdhieb. Prepare yourself! This is it! Wah! Gut, Fener wird dann noch ein Drachenzepp nicht hinterherhauen. Was macht das eigentlich? Heilkurve vollständig. Das brauchen wir ja nicht. Gut. Dann Sepp. Peitsche. Nein, wir brauchen Erde. Gut, hier ist nix. Dann Beben. Schon so auf den Turm? Das glaubt ihr gar nicht. Ich will da endlich die Gegner schnetzeln. Gut, damit haben wir es geschafft. Mit sogar einer Level 1 Zauber B. Ben? Das ist Level 1, oder? Weiß ich gerade gar nicht. Lebensrank, Lebensrank, blauer Trank, Kram-Trank. Hallo. Nein, nimm das Geld mit. Auch wenn du es nicht brauchst, du solltest es trotzdem mitnehmen. Es wackelt. So. Der Treppe hat es auch getan. Nein, nein, wir machen richtige Figuren. Figuren. Ekelhafte Figuren. Sieht schön aus. Noch ein Endgegner. Oh nein, der Ruinenwächter auch noch. Kann ich nochmal zurück? Oder? Habe ich voll? Mana? Tatsache. Nee, Tatsache nicht. Okay, dann werde ich noch kurz zurück. Rück. Nein! Doch! Boah! Mach mir nicht so eine Angst, ich sag's schon, ich komm nicht mehr zurück. Heilen! Es wackelt schon wieder. Gut, dann mal sehen, ob wir das hier auch nochmal hinkriegen, wie bei dem ersten Mal, dass wir den Diamantstaub nach seinen Abdankungen noch abfeuern können. Jo, jetzt geht's los. Große Susano? Klang komisch. Heula. Himmel und Erdhieb. Take that. Blow your way. Take that. Und Fener feiert ein hübsches Weltende ab. Ich muss hier aufpassen. Ich war schon immer drauf und dran, es zu verwechseln. Warm.
Prepare yourself! This is it! Wah! Tausender Schadenbereich. Und ja. Das sind Teilchen für Fehler und Rap. Mach Flammengeschoss. Fehler haut nochmal einen Heulerschlag hinterher. Ich weiß ja nicht, warum ich vorhin Sweben gemacht habe, weil Erde habe ich ja schon. So, dann halten wir auch das weg und weil Justin dran ist, noch einmal Himmel und der Typ. 100 Millionen Degrees, take that! So, das war's. Aber Fehler will nochmal. Okay, dann lassen wir sie nochmal. Heulerschlag. Prepare yourself. Schade, kommt nicht mehr dran. Take this. Ah, doch, sie kommt noch. Sehr schöne Sache. Bling. Und da geht er down. That was pretty. Erleben göttlich Peitsche. Schönes Ding. Wind. Da haben wir aber die nächste Stufe. Und Fehler erreicht Stufe 29. Gut, dann werden wir gleich mal die göttliche Peitsche ausrüsten. Nein, nicht handeln. Hä? Nö. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ich nehme keine schwächeren Waffen. Ich will da rein, ich will fliegen. Muss ich eigentlich hin? Muss ich runter? Oder hoch? Da oben. Weiterer Weg. Was da unten? Ah ja. Jetzt dreht sich das, oder wie? Hm, wer weiß, wofür das ist. Ah, du schon wieder. Hallo. Ah, da freut er sich. Aha, da dreht er sich. Nee, der Weg ist kaputt. Ah! Los, komm mit! Komm! Komm, Junge! Komm, folg! Nee, ist heute ab. Ist schüchtern. Was erwartet mich denn diesmal? Ach, das Vieh. Nochmal zurückklatschen? Ach komm, das mach ich jetzt ohne. Ich muss ja nicht wegen jedem Gegner zurückklatschen. Kann zwar keinen Himmel- und Erdteam einsetzen, aber ich denke mir, das schaffen wir auch ohne. Phantomdrache! Okay, da kommt schon Rap erst einmal. Flammengeschoss. Von Fena kommt ein Kennwettete. Aber nicht genug. Ja, für ein Drachenzel. Oh, Lightning, strike down the enemy! Gut, dafür hat er ja nicht genug SP, das wusste ich aber. Torhieb machen wir da stattdessen. 100 Millionen Degrees, take that! Nein, tu es nicht. 54 Schaden, oh mein Gott.
lösen. Mal sehen, was haben wir denn hier noch so Hübsches übrig? Schade, Babum nicht mehr. Gut, das heben wir dann auf für Lebensstrahl. Ich mach mal Dia-Staub. Oh, Power of Ice! Den Justin. Oh, der hat fast gar nichts mehr. So, und jetzt ein Wischler. Yeah. Mal sehen, wie viel Schaden hat das gemacht? Schade, habe ich es gerade nicht gesehen. Dann machen wir halt ein Todesschwert von Rap. Und von Fena. Ja, hauen wir das ja Peitsche drauf. Ist auch mit Wind. Nein! Was? Okay. Ignoriert Justin, schieß einfach durch. Gut, Windstufe erhöht und ja. Damit der Drachen wenigstens weiß, was hier auf ihn zukommt. Baboom! Das dürfte eigentlich gleich gereicht haben. Nochmal eine Lehmpeitsche von Lee. Würde nichts bringen. Ich will ja Wind trainieren und da kommt ein Heulerschlag. This'll teach you. So. Zieht 280 ab, obwohl ich nichts glaube. Zieht wahrscheinlich gerade mal so 100 oder 60 ab, so eine Dreher. Okay, weit untertrieben, übertrieben gewesen. Hat der gerade echt einen unserer Belebungssteine verschwendet? Ich glaube, es geht los. Okay, ein Get Zap von Justin und dann dürfte das eigentlich gewesen sein. Aber weil es so schön ist, fehlen nochmal dazwischen und einen Diamantenstaub. Okay. Hat sich das erledigt, kommt das nicht mehr dazwischen. Ich hoffe, das sind ein paar Belebungssteine. Blauer Trank, Goldtrank und ja. Alles so gut für den Turm. Weil ich glaube, beim Endgegner, beim großen, ja, werden wir es nicht gebrauchen. Weil ich glaube, da sind wir nach dem Turm sowieso total krank drauf und hauen alles nieder, ohne dass wir uns da Sorgen machen müssen. Hey Elite! Willkommen in Alend. Es ist lange her, dass wir Gäste hatten. Lite begrüßt euch. Lite, ich hab's geschafft. Wie ich versprochen habe. Erzähl mir alles über Angelo. Du bist mit vielen Fragen gekommen. Nun suche nach den Antworten. Hä? Was erzählst du da? Hallo, aufwachen, ich bin's, Justin. Der Name ist Justin. Welcher dir zu begegnen, ich bin Lite. Okay. Justin, was ist das? Hä? Was? Lauter, Lite. Was ist hier los? Oh mein Gott, noch mehr. Und noch mehr. Und noch mehr. Sind ja gar kein Ende. Ich habe einfach mal die da hinten in dem Licht, dass die richtige ist. Ich habe jetzt keine Lust, mit wirklich jedem zu reden. Und ich hoffe, ich muss nicht mit jedem reden. Aber ich glaube, ich werde euch die Informationen nicht vorenthalten, was sie alle zu sagen haben. Von daher mache ich hier einen Cut und werde in der nächsten Session mit den ganzen Liten reden. Okay,
so viel dazu und ja, ich würde sagen, macht's gut, wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.